einen schönen Vormittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer Pressekonferenz gemeinsam mit unserer Jugendspitzenkandidatin Magister Michaela Hartwang, die auf Platz 3 auf der Bundesliste kandidiert. Und wir widmen uns heute dem Thema Jugend. Die Jugend fühlt sich ja von der Politik nicht wirklich vertreten und eigentlich von der Politik enttäuscht und auch daher nicht sehr Politik interessiert. Was auch kein Wunder ist, sage ich, weil sich die Politik zu wenig für die Jugend interessiert. Und daher ist es notwendig, dass wir eine aktive Jugendpolitik machen. Wir wollen das machen, auch so wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben, noch verstärkt in nächster Zukunft und das mit klaren Maßnahmen, die auf die Jugend abzielt. Und der wesentlichste Punkt, und da appelliere ich auch an die Überparteilichkeit in Österreich, muss eine generationengerechte Politik sein. Nämlich, es darf kein Gesetz mehr beschlossen werden, das nicht generationengerecht ist und Rücksicht nimmt auf die nächsten Generationen, die nach uns einmal an die Regierung kommen und hier in Österreich leben werden. Da geht es darum, dass wir generationengerechte Politik in die Verfassung schreiben. Nicht nur als Bekenntnis und als Beifügung bei den Gesetzen, wo dann ohne das Gesetz jemals geprüft zu haben dabei steht, klar, generationengerecht, ohne Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist nicht wirklich ehrlich, sondern ehrlich kann nur sein, wenn man jetzt im Verfassungsrang steht und damit klarstellt, dass nur Gesetze tatsächlich verabschiedet werden können, die im Interesse und nicht zum Schaden, der nächsten Generationen sind. Das betrifft den großen Bereich des Budgets, der Finanzen, betrifft die Pensionen, betrifft die Gesundheitspolitik, betrifft also den Großteil der Ausgaben, die wir heute machen, die die nächsten Generationen zu übernehmen haben. Und daher muss das eines der wichtigsten Anliegen sein, die nächste Regierung in Angriff nimmt. Der zweite Punkt, an dem wir schon seit vielen Monaten arbeiten und auch um Überzeugung bei den anderen politischen Parteien arbeiten, ist das Umdrehen der Lebensverdienstkurve. Wir müssen einfach übergehen in eine Lebensverdienstkurve, wo man am Anfang seines Erwerbslebens mehr verdient. Und das aus der Tatsache heraus, dass ja viele Menschen gerade in der Phase, wo sie in den Beruf einsteigen, die höchsten Ausgaben haben. Da steht Familiengründung im Vordergrund mit den ganzen Kosten, die da zusammenhängen. Da steht das Thema Wohnen im Vordergrund, auf das Frau Magister Hartmann noch kommen wird. Da stehen also große finanzielle Verpflichtungen auf der Tagesordnung und der Verdienst ist relativ bescheiden. Daher ist es notwendig, da eine steuerliche Entlastung oder mehr Verdienst zu erwirken, am besten beides, damit sich jungen Familien den Einstieg in das Berufsleben, in das Familienleben leichter leisten können und dann die Lebensverdienstkurve mit zunehmendem Alter abflachen lassen. Denn das ist zwar ein bewährtes Prinzip und ehrenwert, wenn dann die Großmutter und der Großvater oder der Vater und die Mutter dem Kind etwas mit auf den Lebensweg geben in Form von Geld. Aber wenn wir intelligente Politik machen, dann kann das nur so aussehen, dass wir eine faire Lebensverdienstkurve machen und das umdrehen. Das muss die Aufgabe der Sozialpartner sein, in der nächsten Legislaturperiode das zustande zu bringen. Das ist nicht die Aufgabe der Politik. Die Politik soll die Rahmenbedingungen legen, aber die Sozialpartner müssen dann im Detail verhandeln, wie man das zustande bringt. Das muss ein großes Ziel sein für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Generell ergeht mein Appell an die Jugend, wählen zu gehen, unbedingt das Wahlrecht in Anspruch zu nehmen und sich mobilisieren zu lassen von der einen oder anderen Partei. Mobilisieren statt frustrieren ist die Devise und sich einbringen in die Politik. Ich weiß schon, dass viele Jugendliche andere Interessen haben und dass die Vielfältigkeit der Interessenslagen vorhanden ist, anders als zu unserer Zeit. Aber es ist notwendig, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Dafür braucht es die Jugend.
Dafür ist die Jugend notwendig und aufgerufen, mitzumachen. Wir wollen diesen Appell ernsthaft an die Adresse aller Jugendlichen in Österreich anbringen und sie auffordern, zur Wahl zu gehen, sich zu beteiligen an den politischen Prozessen und ihre Zukunft aktiv mitzugestalten. Wir haben gute Rezepte, gute Maßnahmen und Ideen, wie wir die Jugend mobilisieren können und auch wollen, stärker einbinden wollen in den politischen Prozess. Und einige dieser Ideen darf ich jetzt bitten, unsere Jugendanwältin Magister Michi Hartmann zu präsentieren. Dankeschön, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Bevor ich zu unseren konkreten Maßnahmen komme, ist es mir wichtig zu betonen, dass das DZÖ und auch meine Person für möglichst wenig Verbote und den größten Freiraum für Jugendliche und junge Menschen in Österreich eintritt. Da unterscheiden wir uns grundsätzlich zum Beispiel von den Grünen. Ich war in den letzten Wochen auf der Straße in Österreich unterwegs und habe schon zahlreiche Podiumsdiskussionen teilnehmen dürfen in Schulen mit jungen Menschen. Und es gibt zwei wichtige Themen für junge Menschen in diesem Land, die mir immer wieder herangetragen werden. Und zwar sind das einerseits leistbare Wohnungen und leistbare Mieten für junge Menschen und andererseits auch der steigende Mobilitätsbedarf in Österreich und auch die damit verbundenen Preise. Zum ersten Thema leistbares Wohnen. Es ist aktuell so, dass in Österreich oft bis zu 50% des Einkommens, und das ist unserer Meinung nach und unserer Ansicht nach viel zu viel, bis zu 50% des Einkommens werden fürs Wohnen ausgegeben. Das muss sich dringend ändern. Es ist in Österreich so, dass die Mieten explodieren und die Einkommen stagnieren, das Einkommen gleich bleibt oder in absoluten Zahlen sogar zurückgeht. Wir setzen uns hier im Bereich Wohnen für zwei konkrete Maßnahmen ein. Zwar einerseits wollen wir eine Jugendquote im Gemeindebau von 25%. Somit sollen junge Menschen Zugang zu leistbarem Wohnraum haben. Und wir sind auch dagegen, dass gut verdienende Menschen über langen Zeitraum in den Vorzug einer Gemeindewohnung kommen, einer vergünstigten. Und was mir als Niederösterreicherin auch sehr am Herzen liegt, ist die Zweckwidmung der Wohnbauförderung. Es kann nicht sein, dass mit der Wohnbauförderung dass damit spekuliert wird und gleichzeitig die Preise in Österreich steigen. Es muss in diese Richtung wieder gehen, dass die Wohnbauförderung zweckgewidmet wird, damit langfristig auch bedarfsorientierter Wohnraum für junge Menschen geschaffen wird. Es ist einmal so, dass es in unserer Gesellschaft heutzutage viele Singles gibt, viele Jungfamilien, dass sich die Bedürfnisse geändert haben und dass da der Wohnungsmarkt auch die richtigen Antworten auch für junge Menschen finden muss. Zum zweiten Thema, leistbare Mobilität. Leistbare Mobilität ist unserer Meinung nach eine wichtige Zukunftsfrage und daher auch ein wichtiges Thema für uns als DZÖ. Ich mit meiner Person stehe für den Kampf gegen steigende Mobilitätspreise. Und da folgen wir zwei Ansätze. Es gibt in Österreich dieses Top-Jugendticket für Schüler und Lehrlinge. Allerdings hat man da eine ganz wichtige Zielgruppe junger Menschen vergessen, nämlich die Studenten. Gerade Studenten müssen weite Wege auf sich nehmen, um an den Studienort zu kommen. Und hier braucht es auch das richtige Angebot für diese Zielgruppe. Wir wollen das Top-Jugendticket bis für junge Menschen bis 24 Jahre in Österreich für Studenten und das zu einem leistbaren Preis. Ich habe da in der Vergangenheit den Vorschlag von der SPÖ gehört, dass dieses Top-Jugendticket gratis für alle sein soll. Ich stehe ganz konsequent gegen diese Politik. Das ist nicht unsere Art und Weise, aber es muss ein gutes Angebot, ein leistbares Angebot für Studenten geben. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige Zielgruppe, wo wir etwas tun wollen in Zukunft. Und zwar ist es der Anteil der Menschen, der auf den Führerschein angewiesen ist. Es gibt im ländlichen Raum große weiße Flecken, die öffentlich nicht gut erschlossen sind. Das ist einmal so. Natürlich wollen wir den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, aber es gibt Menschen, die auf den Führerschein angewiesen sind.
und die Kosten, die in diesem Zusammenhang stehen, belaufen sich auf durchschnittlich 1500 Euro für junge Menschen. Und ich frage mich, wie ein Lehrling im dritten Lehrjahr, der zum Beispiel ein Einkommen von 700 Euro hat, sich diesen Führerschein finanzieren soll. Ich möchte mich in Zukunft dafür einsetzen, dass der Führerschein günstiger wird, und zwar mit folgender Maßnahme. Wir wollen den Theorie-Teil und die Erste-Hilfe-Kurse in den Schulen anbieten. Das muss einfach billiger werden und das geht auch billiger. So kann eine Preisreduktion von bis zu 20% erreicht werden. Ich weiß, diese Maßnahmen sind jetzt nicht sehr populistisch, aber mir als jungen Menschen geht es vor allem darum, ein Angebot zu machen, das verbindlich ist. Ich will jetzt nicht was versprechen, was spätestens am Wahltag dann wieder schon plattiert werden muss. Und auch ich stehe für eine Politik, genauso wie Josef Bucher, die verbindlich ist und die junge Menschen motivieren soll, am Wahltag am 29. wählen zu gehen. Danke sehr, ja, meine sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie das darüber hinaus noch Fragen haben, sind Sie eingeladen. Ja, bitte. Jetzt hat man ja grundsätzlich den Eindruck, dass in den letzten 4 Jahren auch viele Pressekonferenzen hatten, wahnsinnig oft das Thema Jugendwahl. Das ist jetzt nur weil ganz kurz vor der Wahl, weil man doch auch von diesen 100.000 Stimmen ein bisschen was abgreifen. Ja, Sie waren vorher nicht immer da. Aber das ist klar. Ja, also das ist ja nicht gegen Sie gerichtet, aber wir haben uns immer für generationengerechte Politik eingesetzt im Hohen Haus und auch Politikanlagen immer gesagt, dass es nicht sein kann, dass wir jetzt in unserer Zeit, da sind ja alle ja, auf dieser Party gegenwärtig in Österreich. Ja. Diese Party, die wir jetzt feiern, die wird einmal zu zahlen sein von unseren Enkelkindern. Ja. Die Rechnung zahlen wir jetzt, noch nicht. Aber das, was jetzt da in Österreich veranstaltet wird, mit den ganzen Haftungsverpflichtungen und Zahlungsverpflichtungen und Ausgaben, die wir haben, und den ständig steigenden Schuldenberg, wird irgendjemand einmal übernehmen müssen. Und das werden die nächsten Generationen sein. Deshalb muss man darauf hinweisen. Keiner von uns macht das wahrscheinlich in seinem eigenen Wirkungsbereich, in seiner Familie, dass er seinem Sohn oder seiner Tochter so eine Schuldlast überantwortet. Kein Bauer macht das, kein Unternehmer macht das. Aber wir leisten uns diese Party, feiern jetzt schon seit vielen Jahren und tun so, als gäbe es kein Wort. Also ich habe immer darauf hingewiesen. Bei jeder Stellungnahme, wenn Sie meine finanzpolitischen Reden der letzten 5 Jahre anhören oder darüber passieren lassen, war das immer der Punkt. Investitionen zu tätigen als Unternehmer, der 20 Jahre selbstständig war, weiß ich, eine Investition ist etwas, das Geld bedeutet, man ausgibt, das aber wieder hereinkommt. Aber Geldverschwendung kommt nicht mehr herein. Und daher ist es notwendig, diese Verschwendung zu stoppen und diesen Generationenvertrag zu machen, im Sinne einer generationengerechten Politik. Und das muss im Verfassungsrang stehen. Dann würde sich auch das Denken in der Politik verändern und darauf abzielen, wer denn einmal nach uns kommend die Suppe auslöffelt. Würde das bedeuten, wenn es im Verfassungsrang wäre, dass zum Beispiel keine Pensionserhöhung mehr als eine Inflationsanpassung mehr durchginge, weil das natürlich nicht zu zahlen ist? Nein, das würde bedeuten, beispielsweise beim Thema Pensionen, dass man gewisse Ungerechtigkeiten nicht mehr zulässt. Dass man bei Luxuspensionen eingreift, die auch aus meiner Sicht völlig überzogen sind, unberechtigterweise nach wie vor ausbezahlt werden und wo es Höchstgerichtsurteile gibt, dass man beispielsweise die Luxuspensionen der österreichischen Nationalbanker 15% kürzen kann. Nur wenn ich als Finanzministerin Vector mit liebenswürdiger Miene an den Herrn Nowotny herantrete und ihn ersuche, nicht auffordere, sondern ersuche, etwas zu prüfen und etwas zu verändern, und der Herr Nowotny kommt dann bei der nächsten Sitzung zur Frau Finanzministerin bei der Tür herein und sagt, tut mir leid, unsere Luxuspensionisten waren mit diesem Vorschlag nicht einverstanden, dann wird sich nichts ändern in dieser Republik. Aber wenn ich als Finanzministerin sage, die Luxuspensionisten der österreichischen Nationalbank, der Banker,
sind, ab nächsten Monat um 15% zu kürzen und dieser Auftrag der Bundesregierung ist umzusetzen, dann sieht die Sache anders aus und wird wahrscheinlich auch umsetzbar sein. Bitte. Wer sollte darüber entscheiden, ob das jetzt gendergerecht ist oder nicht, was immer dann geplant ist? Wie funktioniert das oder wo ist die Latte? Die Gender, Sie nennen jetzt die? Ja, die Generationengerechtigkeit, ja. Ja, also das muss man im Vorfeld einmal klären, welche generationengerechten Maßnahmen da sein müssen. Aber so wie es jetzt ist, dass, wenn Sie so ein Gesetzesblatt jetzt ansehen, steht unten, mit welchen Kosten ist zu rechnen, steht meistens null, ja, Gesetz kostet nichts, weil es bei den ordentlichen Ausgaben untergeht, dann steht dabei, ist es generationengerecht? Ja. Wenn mir den Kopf darüber zerbrochen hat, ist es überhaupt generationengerecht oder eventuell nicht. Das muss man aber definieren. Und entscheidend ist halt auch, ob die Kosten tatsächlich sich so auswirken, dass die nächsten Generationen diese noch zu tragen haben. Darum geht's. Das ist der eigentliche Grund. Es sind noch zwei Fragen. Die eine ist, wie viele Syrien-Flüchtlinge soll Österreich aufnehmen, Ihrer Meinung nach? Und die zweite, sind Sie eigentlich enttäuscht, dass die NEOS ihr Angebot zur Kooperation abgelehnt haben? Zu den NEOS, ich habe den NEOS selbst kein Kooperationsangebot gemacht, zu keinem Zeitraum, zu keinem Zeitpunkt. Die NEOS sind im Vorfeld an mich herangetreten, gemeinsam mit dem LIV, und wollten mit mir etwas machen, ja, auch der Haselsteiner. So wie der Stromdach und andere, ja, war ein begehrtes Subjekt. Ja. Aber ich habe ein Angebot an die Wähler der NEOS gemacht, nämlich sich zu überlegen, wen sie wählen sollen. Der Herr Haselsteiner, den ich als Unternehmer sehr geschätzt habe, überhaupt keine Frage, einer der herausragendsten Unternehmer Österreichs. Und es wird auch diesmal sein, sich wieder Plan aufgehen, dass die NEOS nicht in den Nationalrat kommen. Und daher ist es notwendig, dass man den Wählerinnen und Wählern sagt, wählt doch lieber das BZÖ. Das BZÖ kommt in den Nationalrat und wir vertreten auch zum Großteil die Politik, die die NEOS von uns abgeschrieben hat. Das war mein Angebot, nicht weiter. Und das ist ja auch eine legitime Ansage, die man machen darf. Die erste Frage war Syrien. Syrien, ja. Zur Syrien-Krise, schauen Sie, wir sind für die Ärmsten der Ärmsten selbstverständlich da und müssen da sein. Und Österreich hat immer schon bewiesen, Nachbarn, Not etc., wie hilfsbereit und human wir sind. Gott sei Dank unterstützen wir. Aber ob 500, ob 10.000, so wird das der Adelsteiner fordert, das weiß man nicht. Ich sage, entscheidend muss es sein, dass wir so wirkungsvoll wie möglich und so schnell wie möglich werden. Und das kann man ja nur vor Ort. Ich bin für humanitäre Hilfseinsätze vor Ort. Um das geht es jetzt einmal. Wenn da Millionen auf der Flucht sind, oder 100.000 auf der Flucht sind, gegenwärtig, ja, dann sollte man vor Ort einmal helfen. Es ist ein Armutszeugnis für die Vereinigten, für die Europäische Union, dass vor unserer Haustüre ein Konflikt stattfindet und die Europäische Union dort nicht Maßnahmen setzt. Zypern ist gerade einmal wenige Kilometer entfernt. Vor unserer Haustüre findet dieser Konflikt statt. Und die Europäische Union ist nicht in der Lage, dort eine humanitäre Zeltstadt zu errichten mit den medizinischen Erfordernissen, um dort die Aufnahme sicherzustellen von den vielen Hunderttausenden, die geflüchtet sind. Und das ist ein Ordnungszeichen. Und dann sagen sie alle, ja, bis die zu uns heraufkommen, nach Europa, da warten wir mal ab. Ja, was ist denn das für eine Politik? Da frage ich sie wirklich, wo ist denn das humanitäre Europa? Das ist ein Ordnungszeichen für den ganzen europäischen Raum, dass sie sich da nicht durchringen können zu einer gemeinsamen Lösung, wie generell in der Sicherheitspolitik oder in der Außenpolitik mit einer Frau Ashton das Gesicht der europäischen Außenpolitik. Ja. Aber das heißt jetzt eigentlich Nein für eine so hohe Zahl von 8.000 oder 10.000? Ich sage nicht Nein, ich sage, wo können wir wirkungsvoller helfen? Wir wollen sie machen, bis die alle irgendwohin gekarrt worden sind.
Ich möchte dort vor Ort helfen, das ist doch viel wirkungsvoller, geht viel schneller, ist viel wichtiger, ist ja auch den Betroffenen viel eher geholfen. Ich verstehe die Denken. Man muss ja ihnen dort auch eine Perspektive bieten nach dem Bürgerkrieg. Gibt es da irgendwelche Ansätze von der Europäischen Union? Hat man sich da was überlegt dabei? Alle ziehen sich zurück, da spielen die Franzosen ein anderes Spiel wie die Briten, die Briten wieder ein anderes wie die Deutschen. Es gibt keine gemeinsame europäische Strategie. Flüchtlinge aufzunehmen, ja, für die waren wir immer, die ein kurzes Bleiberecht in Anspruch nehmen. Überhaupt keine Frage. Aber das ist ja nicht, damit ist man nicht Herr der Situation. Da hat man nicht wirkungsvoll geholfen. Wirkungsvoll helfen heißt, dort vor Ort zu helfen und dafür zu sorgen, dass hier nicht Menschen verfolgt werden, ums Leben kommen, weil niemand da ist, der ihnen die Ernährungshilfe und die medikamentöse Behandlung sichert. Ich hätte noch eine andere Frage zum Thema Auswertung der Registrierungspflicht für Schusswaffen. Da hat 2010 Ihre Partei dagegen gestimmt, seinerzeit als einzige. Tut Ihnen das unter Umständen heute leid oder würden Sie sagen, da muss man jetzt auch im Lichte der jüngsten Ereignisse darüber hinausgehen und noch was tun, was das Waffenregister betrifft, das ja glaube ich Ende 2014 dann in Kraft treten wird? Also ich glaube, dass kein Gesetz der Welt dieses Unglück in Niederösterreich verhindern hätte können. Denn das ist ein tragisches Unglück. Das kann kein Gesetz verhindern. Das ist eine Illusion. Deshalb glaube ich, dass die Gesetzeslage, wie wir sie derzeit haben und vorfinden, ausreicht. Auch die Variante, die dann ab Ende 2014. Schauen Sie, wir können es nur an, wenn Sie das für alle Zukunft verhindern wollen oder wollten, was unmöglich ist, dann darf niemand eine Waffe besitzen in Österreich. Und dass das nicht geht, das weiß, glaube ich, jeder von den denkenden Menschen. Also, glaube ich, sind die gesetzlichen Vorkehrungen und die Kontrollen in Ordnung. Es ist leider niemals zu verhindern, dass jemand mit einer Schusswaffe Gebrauch macht. Da kann die Politik, glaube ich, keine Maßnahmen. Also keine strengeren Festlegungen? Ja, wie jetzt soll es jetzt alle Woche von der Polizei aufgesucht werden? Ja, selbst dann ist das nicht möglich. Es gibt sehr viele, die noch bevor Waffen besitzen, ohne dass sie registriert sind. Oder sie haben eine Waffe, die ist registriert, die zweite ist nicht registriert. Und da müssten wir in jedes Haus und in jede Wohnung alle Woche eine Untersuchung machen, um das feststellen zu können. Und selbst dann kann es sein, dass er die Waffe gerade gestern irgendwo am Sportplatz gekriegt hat. Also, es ist so bedauerlich, es ist, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es von der Gesetzeslage her nicht so viel.